Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deinem Bude. Willkommen zu einem neuen Pokémon TCG Opening auf meinem Kanal. Ich probiere das Ganze heute mal so, dann muss ich mich nämlich nicht irgendwie nervig auf den Boden legen und das umständlich machen, sondern ich habe jetzt mal ein bisschen hier an meinem Schreibtisch was rumprobiert, wie das jetzt klappt. Und ja, wir werden ja sehen, wie es hinhaut. Man sieht hier oben ein bisschen was von meinem Fensterbrett, weil das wirklich sehr niedrig ist, also sorry. Aber wie ihr seht, ich habe ein 18er-Display Pokémon-Karten der Edition Teams sind Trumpf gekauft. Und das werde ich mit euch öffnen. Insgesamt wird es dazu vier Openings geben. Sechs Packs in den ersten drei Openings jeweils und das vierte wird dann alle Online-Codes beinhalten und somit natürlich ein Online-Opening sein. Ich gehe auch nicht komplett ziellos an die ganze Sache heran, denn ich bin auf der Jagd nach einer bestimmten Karte. Hoffentlich denke ich daran, sie euch jetzt einzublenden. Die Latios und Latias GX Alternate Full Art Karte. Ja, ich könnte mir niedrigere Anforderungen setzen, aber ich finde diese Karte so mega nice. Ich kann jetzt natürlich nicht sicher gehen, dass ich die auf jeden Fall ziehe, aber es wäre natürlich richtig nice. Und jetzt öffnen wir die ersten sechs Packs dieses 18er-Displays. Ich persönlich habe mir vorher noch nie eins gekauft oder eins geöffnet. Mein Bruder hingegen schon zweimal. Einmal, also er hat beide auf YouTube auch geöffnet. Ich weiß nicht, wie er die Willenskraft dazu besessen hat, aber eins hat er sich über insgesamt 6 Monate aufgeteilt und jeden Monat drei Packs am ersten geöffnet. Das andere hat er wirklich in einem Video komplett geöffnet. Da habe ich auch mitgemacht. Das war eine ganz komische Idee, irgendwie aber auch lustig, wo er sämtliche Karten aus allen Packs zusammen auf einen Stapel geschmissen hat und wir haben dann nach und nach gezogen. Dabei habe ich ihm zum Beispiel, könnt gerne mal vorbeischauen, auch wenn das Video sehr lang ist. Dabei habe ich ihm zum Beispiel eine Latias Prisma-Karte, die ich absolut feier gezogen. Hier, ich habe gerade eine Tinbox gesucht, die ich schon habe. Also keine, wo noch irgendwie Packs drin sind oder so. Aber zu Weihnachten habe ich meinem Bruder dann Minecraft geschenkt. Er wusste das auch schon vorher. Und als kleine Gegenleistung habe ich diese Karte dann bekommen. Richtig geile Karte mit einer Schutzhülle, deswegen spiegelt es ein bisschen komisch. Ich tue sie mal kurz raus. Eine richtig geile Karte. Ja, und die habe ich für ihn gezogen und jetzt hat er sie mir geschenkt. Schreibt auch mal in die Kommentare. Ich habe hier eine ganze Tinbox voll mit seltenen Karten. Genauer gesagt, eine Karte ist nicht selten, die fand ich einfach sah übel cool aus. Hier haben wir einen ganzen Stapel. Ja, vorne hat man schon eine gesehen, die habe ich aber auch live im Video gezogen. Mein Rainbow Abendmähne Necrozma GX. Schreibt mir mal, wenn ich irgendwann hier einfach mal meine kleine Sammlung zeigen soll. Boah, ich blätter die gerade durch und sehe ein paar echt coole Karten. Wobei ich halt immer noch sagen muss, ich habe insgesamt schon vier Item-Full-Art-Karten. Und ich bin kein Spieler des Spiels, ich bin Sammler. Und ich mag die GX-Karten so viel lieber. Na, aber naja, das ist jetzt eigentlich nicht das Thema. Ich habe jetzt schon fast 5 Minuten verbraucht. Ich habe zumindest aber, während ich das erzählt habe, die Geschichte um diese Latias Prisma-Karte schon mal die Folie, wie man wahrscheinlich auch gehört hat, entfernt. So, kurz wieder in die Tinbox alles ordentlich einheften.
mit dem Abendmännchen Crossma als Titelbild. Und ich merke doch, dass die Kamera ein bisschen sich verschiebt. So. Es ist offen. Ich werde die Packs einfach dieser Reihenfolge nach abarbeiten. Womit heute... Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann zählen, sehr gut. Ich bin doch nicht ganz dumm. Ich glaube sogar, da sind nicht alle Artworks dabei, oder? Ich guck mal kurz bei den anderen die Artworks durch. Doch, das habe ich. Gibt doch nur 3 Artworks. Ich dachte, es gibt 4. Nochmal zählen zur Sicherheit. Die anderen. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles perfekt. Dann beginne ich für heute mit diesen 6 Packs. Hier. Das sind übrigens die 3 verschiedenen Designs. Bisasam und Celebi, Mimikma und Pikachu und Relaxo und Evoli. Für die, die Teams sind Trumpf, nicht kennen, die Besonderheit dieses Sets ist es, dass es besondere Tag-Team-Karten gibt. Das heißt so viel wie Karten, auf denen 2 Pokémon sind. Wie eben zum Beispiel die ganzen, die auf den Titelbildern abgebildet sind. Oder Latios und Latias. Ich hoffe, man hat den Online-Code nicht gesehen. Wenn doch, bitte seid Ehrenmänner und löst den nicht ein. Ich will, wie gesagt, noch ein Opening machen. Ich lege mal hier die Rare hin. Ich weiß nicht, inwiefern man das in der Aufnahme sieht. Und hier die Reverse. Und blätter mal die normalen Karten durch. Ich habe bisher einmal 4 Packs, waren es, glaube ich, hiervon geöffnet. Nur Scheiße gezogen, nicht mal eine Holo. Mein Bruder hatte schon in einem Pack eine Prisma und die Relaxo und Evoli, immerhin nur die normale GX. Es gibt außerdem zu jeder Tag-Team-Karte eine Alternative Full Art. Exakt, eine normale, eine Full Art, eine Rainbow und eine Alternative Full Art. Und ich würde sagen, wir legen mal mit der ersten Reverse los. Das hässliche Glumanda, ich finde das Design echt nicht gerade toll. Das ich schon mal einzeln in diesem Pack hatte. Die erste Rare dieses Displays ist Vulnona. Cooles Pokémon, Lord Eckes Weiterentwicklung. Wer Lord Ecke nicht kennt, in diesem Fall meine ich den aus Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Könnt ruhig mal vorbeigucken. Ich hoffe, ich denke dran, oben in der Ecke einen Link einzufügen. Das ist mein berühmtestes, meistgeklicktes Video auf jeden Fall. Oh, jetzt bin ich auch endlich direkt am Mülleimer und kann die Verpackung sofort wegwerfen, ja. Von dem auch im Moment der zweite Teil läuft von der Geschichte. Zum Beispiel, während ich das hier aufnehme, lädt gerade die 3. Folge hoch. Das Video hier wird auch daher logischerweise erst später online kommen. So, den Online-Code. 1, 2, 3, 4... Zack, zack, so, Feuerenergie, Dragonier. Ich dachte kurz, ich hätte aus Versehen bei der Feuerenergie noch eine andere mitgeworfen, aber nein. Ein unbekanntes Fossil, Galoppa, Pam Pam, die meisten Artworks kommen mir echt bekannt vor, kann es sein, dass die recycelt sind und es die schon mal gab. Manglumanda, das finde ich ein bisschen besser aussieht. Mankey, ein Pokémon. Ich kenne eigentlich niemanden, der das mag. Die Reverse ist Kickly Reverse. Ne, keine Reverse Rare. Von den Reverses erwarte ich aber auch nicht so viel. Aber ich kann es gleich sagen, wenn ich in dem ganzen Display nicht eine gescheite Karte ziehe, dann, ne, dann mache ich hier keine Openings mehr. Das sind 18 Packs. Ich muss nochmal gucken, wann ich die bringe. Ich denke, ich werde sie in geringeren Abständen bringen als geplant. Jetzt, wo das hier mit meinem Schreibtisch klappt. Weil sonst ist halt echt die Sache, dass mein Rücken nicht sehr dankbar dafür ist, wie ich die TCG-Openings immer aufnehme. Das habe ich dieses Mal zum Glück nicht gegeben. Rare. Reverse. Und los. Pflanzenenergie. Lavandia, die Stadt kennt jeder.
Jede Runde kann man den Gegner dazu bringen, beide, dass der andere die Handkarten zeigt, wenn man will. Was ein Effekt. Gladiantri. Stern, du brauchst keiner. Grammokles finde ich ein ganz cooles Pokémon. Hornliu. Dratini, guck nicht so blöd. Die nächste Reverse ist ein Starmie in der Reverse-Variante. Zumindest mal eine Reverse Rare. Was ein schweres Wort. Und die erste Rare. Klar, das ist mein drittes Pack. Ja, mein drittes, wenn ich mich das jetzt noch verkackt hätte. Aber die erste Rare, genau. Aber keine wirklich besondere. Okay, Zapdos Holo mit einem sehr coolen Artwork. Geht auf jeden Fall schlimmer, geht aber auch besser. Wenn dieses Pokémon auf der Bank war. Ich hoffe, man hört die Hunde, die draußen rumbellen, gerade nicht. Wenn dieses Pokémon auf der Bank war und in diesem Zug zu deinem aktiven Pokémon wurde, fügt die 70 mehr zu. Nicht gerade stark, ehrlich gesagt. So, damit hatten wir jedes Artwork einmal durch. Das waren jetzt so die Beispielexemplare für jedes Artwork. Jetzt kommen dann so die guten. Jetzt beginnen dann so langsam die guten Packs. So. Nächster Online-Code zur Seite gelegt. 1, 2, 3, 4. Die Rare. Und die Reverse. So. Eine Kampfenergie. Ein Yorino. Ein gefährlicher Bohrer. Mann, ist der gefährlich. Nocturne. Enton. Vulpix. Gladiantri. Mal wieder. Vulpix, das originale Lord Ekemon. Alola Kleinstein und Mankey. Nochmal zum Thema Lord Ecke. Wer die Walross-Edition jetzt nicht kennt, beginnt auf jeden Fall mit der ersten. Das man sie kann man sich entweder in 15 einzelnen Videos angucken. Ne, 14 sind es. Einzelnen Videos oder einem 3,5 Stunden Video. Aber auf jeden Fall, erstens in der zweiten Geschichte kommt zum Beispiel Lord Ecke gar nicht wirklich vor. Und außerdem ist es halt, man versteht gar nichts ohne das Vorwissen der ersten Geschichte in der zweiten. Und ich verstehe auch nicht, warum ich dieses Schillock ziehe. Dann kommen wir zur nächsten Rare. Und das wäre Nidoqueen. Auch ein cooles Artwork, aber wieder keine so gute Karte. Bei mir läuft's in letzter Zeit nicht mit den Openings. Ich würde halt so richtig gern diese Latios und Latias ziehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit fucking low ist. Okay, ein Pokémon habe ich jetzt schon gesehen, das gute alte Slimer. Aber das ist jetzt halt. Ist jetzt halt so. Ist jetzt ja auch nicht gerade die seltenste der seltenen Karten, die ich jetzt schon gespoilert bekommen habe. Eine Feenenergie, Vati. Ammonitas, Tauros. Eben das Slimer, das ich schon gesehen habe. Slime-PvP, Taubsi. Bronze. Pfiffern. Mit einem komischen Hintergrund. Nidoran weiblich. Dann kommen wir zur nächsten Reverse. Wow. Kleinstein-Knet-Design Reverse. Was ein guter. Eigentlich wollte ich das noch gar nicht umdrehen, das war gerade eine dumme Reaktion, aber komm! Da muss doch mehr gehen. Das ist bereits das letzte Pack für diese Folge. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich gleich alles auf einmal aufnehme, auch wenn es ein bisschen komisch wäre. Vor allem werde ich so salty sein, wenn ich nichts ziehe. Aber YOLO. Komm. Das Ding hat man wieder mit Beton zugemauert. Sowas finde ich ja klasse. So, 2, 3, 4. Komm, hier muss wenigstens noch mal eine GX zum Abschluss der Folge sein. Irgendwas Gutes oder eine Prisma. Cosmovum. Snobillycat. Lavandia hatten wir schon mal. WhatsApp. Elezeba. Shigi, Tentacha und Paras.
die letzten zwei besonderen Karten für heute. Wir nehmen zuerst die Reverse. Ich gucke weg. 3, 2, 1. Ja gut. Nächstes Shiggy. Und die finale Rare des heutigen Tages, jedenfalls für euch, ist... Ja gut, hoffen wir, dass es im nächsten Opening besser läuft. Wir sehen uns, bis dann und ciao. Scheiße, wir sind gerade... Das Geräusch waren die Online... Och nö! Wisst ihr, was das Tolle jetzt ist? Da, wo gerade die Online-Codes hingefallen sind, lag bereits einer, der anscheinend schon benutzt ist. Jetzt muss ich hoffen, dass es kein Teams-Syntrumpf ist, der schon da war. Und... Ah, danke, ein Grauen der Lichtfinsternis. Weg mit dir. Ciao.